Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Bye-o! Bye-o! Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge von Kirby und das vergessene Land. Ja, ich habe offscreen zum einen hier die Aufgaben nochmal fertig gebracht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, was die letzte Aufgabe war. Zerstöre 7 Lavakugeln mit Wasser. Also das hätte ich beim letzten Mal echt nicht gereilt. Und ich habe 3 Schätze gefunden, die ich jetzt als erstes mache. Ihr seht auch schon, ich habe mir oben links ein paar Booster gegönnt. Man kann tatsächlich beide gleichzeitig nutzen. So, erstmal wilde Hammerprüfung. Immer fest drauf. Ich habe angefunden Speed-Bonus. Einfach immer drauf. Am besten mit dem Sprunghieb. Das geht schneller. Und tschüss. Gut, dass ich mir den Angriffsbooster geholt habe. Okay, Boss. 2 Bonkers. War ja eigentlich klar bei Hammer Challenge, ne? Ja, ich muss mit dem Sprungangriff arbeiten. Ich habe mir auch davon vorher eine gegönnt. So, wo ist der Weiterweg? Da. Also, instant geschafft. Ich habe eben kurz den Avatar ein bisschen zurechtgedreht. Aber offenbar nicht genug. So. Damit der so ein bisschen mehr auch in eure Richtung guckt. Als nächstes haben wir die Normalschatz-Challenge. Der große Showdown. Kirby saugt alles ein. Da wird mir Speed wahrscheinlich helfen. Also Speed hilft bei den Herausforderungen generell immer. Es ist ein minimaler Unterschied, aber es hilft. Ich glaube, ich kann nochmal machen. Weil da ist wahrscheinlich der Sinn, alle 3 zusammen. Okay, Gegner. Verreckt. Wahaha. Wahrscheinlich hätte ich die Viecher nutzen können, um die Kanonen zumindest wegzukriegen. Und tschüss. Jetzt muss ich noch mal da hoch. Ich habe mir zu viel Speed gegeben. Ich komme darauf nicht klar. Das war grauenvoll. So, wieder rechts rum, nehme ich an. Nee, diesmal geradeaus. Den Kollegen, den ignoriere ich mal. Fall doch schneller runter! Ja sicher, die normal schnell töten. Spiel, du bist aber auch witzig.
So, eine noch. Aufs Leben eben kurz mal nicht geachtet. Natürlich spawnen die in meinem Gesicht. War aber wahrscheinlich zu langsam. Nee, 2 Minuten ist die Grenze. Okay, es gibt noch eine Challenge, die ist weiter hinten. Die hebe ich mir für später auf. Weil wir wollen ja auch noch das Marsch auf der Inferno-Straße sehen. Oh, ich sehe schon wieder richtig viele Feuerkugeln. Das kann nur gut werden. So, herkommen. Dann habe ich wenigstens meine Lieblingsfähigkeit. Oh, ich soll Fleischmahlzeiten klauen. Ja, lieben gern. Übrigens keine Ahnung, wie ich da gerade durchgekommen bin, ohne Schaden zu nehmen. Ich höre einen Waddle. Ich höre einen Waddle. Wie komme ich ja nicht ran, Waddle? Ah, hier ist irgendwo ein Gang. Oder etwas weiter vorne ist ein Gang. Eins von beiden. Weil hinter ihm habe ich so einen Durchgang gesehen. Das war eventuell jetzt nicht die schlauste Entscheidung. Waddle! Waddle wurde gerettet. Boah, so viele Kanonen. Das nehme ich gern. Ja, ich weiß, wie gierig das gerade war. Wisst ihr, da sehe ich endlich mal einen Geheimgang, ne? Und dann ist das nur so eine komische Kapsel. Aber wenigstens offenbar auch die Nebenmission. Zack. Zack. Oh, ich habe eine Nebenmission erfüllt, ohne zu wissen, dass ich sie habe. Nebenmission mit Spezialblitz. Ich habe es nur mitgenommen, weil, ja, why not, ne? Oh, 2 Nebenmissionen schon erfüllt. Oh nein, hier regelt's wieder. Kann ich das eigentlich mit Eis auch wegmachen? Nee, scheinbar nicht. Wäre ja auch zu schön, ne? Ich muss das unbedingt wegmachen. Irgendwo wird es schon Wasser geben. Mal umschauen. Soll ich eventuell mit Eis darüber? Ah, mit Eis macht man so automatisch sich einen Weg. Okay, das wusste ich nicht, dass das bei Lava so geht. Dass Eis ein Lavaschutz ist. Gut, dass ich es nochmal getestet habe. Okay, das hat den Weg geöffnet. Wie soll ich da dran kommen? Einfach opfern. Passt so schon. Hui! Dann gleiten wir mal über die Lava. Ich darf das Eis nicht verlieren. Hasen ignorieren. So, Leute, OBS ist kurz abgeschmiert. Okay, ich darf mich auf der Lava nicht stehen bleiben.
Gut zu wissen, dass man über die Lava surfen kann. Ich weiß schon, wie mein Titel heißt. Okay, ein Kegelstopfer. Was ist mein Job damit? Das hier aufbrechen. So, gab eine kurze Unterbrechung. Bei mir war wieder was drin, was nicht reingehört. Okay, ich sehe eine Challenge. Hau mal ab. Einfach öffnen, Knopf drücken. Und damit vollstopfen. Ich sehe schon, wie das funktioniert. Ich habe genügend Challenges gespielt, um das mittlerweile schnell machen zu können. Das war easy. Aber das ist so ein Wissen, das muss ich mir echt behalten. Eis scheint ja in der Feuerregion recht wichtig zu sein. Ich habe den Waddle da gesehen, keine Sorge. Ich versuche gerade nur verzweifelt. Genau. Das zu ergattern. So. Eine Challenge fehlt noch. Um den letzten Waddle gleich noch zu kriegen. Und ich reg mich wahrscheinlich wieder auf, was die Challenge ist. Schieß alle Kanonen runter. Weg. Weg damit. Ich glaube echt, dass ich den Schützen gerade mehr brauche. Komm mal her. Und das O. Jetzt bin ich wieder ein Lochstopfer. Nee, ein Ringstopfer. Entschuldigung. Tschüss. Okay, das dreht die Map. In den Abgrund! Sieht sogar aus, als ob man da hin könnte. Nee. Probieren geht über Studieren. Tschüss. Aua. Aua. So, die Dinger auch noch runterpusten. Die Dinger mag eh keiner. Ah, ich habe da vorne einen Weg freigeschaltet. Den Ringstopfer brauche ich auch immer so oder so. Ist das Boot nicht verfehlen? So, die sind weg. Waddle, ich komme. Der Captain hat dich. So, wo ist der geheime Waddle? So, den da kriege ich auch noch. Dahinter war auch noch irgendwas. Lass mich raten, das ist die geheime Challenge. Bring alle Windmühlenschalter zum Drehen. Nice, wir haben alle Challenges in einer Folge geschafft. Hatten wir auch schon lange nie mehr. Da ich mal was zu Anfang hinbekommen habe.
Ich habe die Zielscheibe gesehen. Weltraumentdecker. Ein neuer Entdecker. Also ein Upgrade. Ich habe alles an einem Stück geschafft. Knurilla. So heißt der kleine Affe also. So, bin gespannt, wie der Weltraumentdecker ist. Jetzt kommt einfach nur so ein Astronauten-Outfit. So, alle Waddles wurden gerettet. Die können jetzt woanders rumwaddeln. War klar, dass da eine Challenge ist. Die mache ich beim nächsten Mal, die beiden. Ich gehe jetzt erstmal zur Waddle-Dee-Stadt zurück. Und guck mir den Weltraumentdecker an. Weltraumentdecker, ich komme. Im Übrigen, zum Multiplayer habe ich schon gelesen, dass manche sich den Zahn nicht zurückwünschen. Leute, ich kann nicht beeinflussen, wann er mal wieder hier ist. Freut euch, wenn ihr überhaupt mal Core-Parts kommen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er nochmal dazukommt. Da ist aber ein gewaltiger Kraftanstieg. Ich bin halt echt so ein Astronaut mit einer Lasergun. Ich guck mir gerade die unterschiedlichen Schüsse an. Okay, der Weltraumentdecker ist auch cool. Ich glaube, ich habe bald alle Stufe 3 Fähigkeiten. Hiervon fehlt die Stufe 3. Ich glaube, vom Wind fehlt die dritte Stufe. Und Schlaf müsste scheint sich ja nicht zu verbessern. Ist einfach nur dazu da, man pennt kurz eine Runde. Also mich würde es wundern, wenn man davon eine Aufwertung bekommt. Na gut, dann starten wir das nächste Mal mit dem Weltraumentdecker ins neue Level. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.